Jo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns. In der heutigen Folge mache ich richtig viele Pakete auf, denn mein Simson SR50 Schneemobil bekommt einen mega geilen Lenker mit allem drum und dran. Außerdem ist draußen übelst windig und deswegen wird lackiert. Ach, herrlich Leute, heute wird endlich wieder geschraubt, deswegen ab in die Werkstatt und da geht's jetzt am Simson SR50 Schneemobil weiter. Die Skihalterung aus der letzten Folge hat ja richtig geil funktioniert. Damit die ganze Front aber nicht nur funktioniert, sondern auch noch richtig geil aussieht, baue ich jetzt das ganze Teil wieder aus, weil ich will es unbedingt lackieren. Dafür muss ich davor aber noch einen Deckel drauf schweißen und den ganzen alten Lack abtragen. Beim Ausbau der Gasdruckdämpfer bin ich jetzt immer ein bisschen vorsichtig, weil vor einer Woche ist mir so ein Ding beim Umbau von 2 auf 1 Ski volle Rotze in die Stirn geschossen. Zum Glück ist nicht so viel passiert, also nur ganz normales Hustenblut. Natürlich war die Kamera aus, ich kann es euch nicht mal zeigen. War echt eine tolle Erfahrung, wie das Ding die obere Schicht von meiner Stirn abgetragen hat. Und apropos Schicht abtragen, genau damit geht's jetzt weiter. Was eine Überleitung, Alter. Richtig geil geworden. Jetzt ist der Lack runter, also kann ein neuer Lack drauf. Dafür muss ich erstmal alles kurz putzen und unten ganz wichtig den Fuß abkleben, denn den will ich auf jeden Fall nicht lackieren. Der sieht ja mega geil aus in Chrom. Und draußen ist heute so übelst windig, deswegen macht Lackieren noch mehr Spaß, weil nicht nur die Stange Lack abkriegt, sondern auch mein Gesicht. Dann nach der ersten Lackschicht kurz warten und die zweite draufballern. Und solange die trocknet, konnte ich mich der Auspackorgie widmen, denn ich habe richtig viel bestellt. Und zwar ein Lenkungslagersatz, ein Schnellgasgriff, Tuninglenker, Bodenzüge, ein Lenkerpolster mit Garagengedöns, Schriftzug, dann Griffe, Brems- und Kupplungshebel sowie eine Lenkeraufnahme. Bevor ich die ganzen Teile aber ranbauen kann, muss ich erstmal den ganzen alten Kram wegschrauben. Deswegen erstmal die Lenkerarmaturen und dann den Lenker selber. Sobald der weggeschraubt ist, kommt er zu den ganzen anderen Teilen, die ich auch schon weggeschraubt habe. Das Bodenblech für den Armaturenblock landet dann auch da. Da der originale Lenker von der SR50 mit 2 Schrauben an der Gabelbrücke angebracht wird, meine Lenkerhalterung aber für 4 Schrauben, also wie zum Beispiel für die S51 gedacht ist, schraube ich die Gabelbrücke runter und bohre neue Löcher rein. Richtig geil. Jetzt passt die neue Lenkeraufnahme, aber bevor die rankommt, will ich das Teil auf jeden Fall noch lackieren. Deswegen Draht raussuchen und da es draußen immer noch wunderschön windig ist und ich schon silberne Farbe im Gesicht habe, kommt jetzt noch schwarze dazu. Und damit die noch besser hält, kümmere ich mich jetzt um die dritte Schicht von der Skihalterung und zwar Klarlack. Und solange das alles trocknet, geht's jetzt mit der Telegabel weiter. Genauer gesagt mit dem Lenkungslager an der Gabelführung. Dafür erstmal die Gabel rausbauen und mit Bremsenreiniger die ganze alte Siffe beseitigen. Danach baue ich die Gabelführung zusammen mit den ganzen neuen Teilen wieder zurück an die Simson. Damit das Ganze nachher richtig sauber läuft, arbeite ich hier nach der Devise viel hilft viel und schmiere richtig ordentlich Fett dran. Dann noch den Gabellaufring festschrauben und jetzt kann ich die frisch lackierte und mittlerweile getrocknete obere Gabelbrücke wieder zurück an die Simson bauen. Danach noch die restlichen Teile ranballern und jetzt läuft die Gabel richtig, richtig geil. Danach erstmal kurz Hände waschen, denn jetzt kommen die Tuningteile dran. Jetzt wird sich zeigen, ob die Lenkeraufnahme an die modifizierte Gabelbrücke passt. So wie es aussieht, passt alles richtig geil. Als i-Tüpfelchen baller ich jetzt noch einen Garagengedöns-Schriftzug mit einem Schnipptrick aufs Lenkpolster. Schnipp und fertig. Einwandfrillo, wie der Fachmann sagt. Ja, und von einem Highlight kommen wir gleich zum nächsten, denn in der wunderschönen Abendsonne konnte ich jetzt den frisch lackierten Halter für die Ski begutachten. Nach der mit Bravour bestandenen Sichtprüfung erstmal die Kleber weg und den Ski an die Halterung ballern. Nachdem der fest ist, kommen die Gasdruckdämpfer dran. Erst die untere Schraube, dann mit Kraft nach unten drücken und die obere Schraube festziehen. Sehr geil. Jetzt kann mir nichts mehr ins Gesicht hüpfen, alles ist fest und hält und ich kann das ganze Teil an die Simson ballern. Nachdem ich auch die letzte Mutter festgezogen habe, komme ich endlich zu den Armaturen von dem geilen neuen Lenker. Der Bremshebel soll später mal die Fußbremse ersetzen und damit die hintere Bremse bedienen. Nachdem der Schnellgasgriff sowie Brems- und Kupplungshebel montiert sind, kümmere ich mich um die Griffe. Damit die einfacher auf den Lenker draufgehen, lege ich dir erstmal ein heißes Wasser und schiebe die dann einfach drauf. Und wie den Kennern unter euch aufgefallen ist, habe ich hier klappbare Griffe montiert. Heißt, im Falle eines Stürzes breche ich nicht die Griffe und vor allem auch nicht meine Finger ab, Leute. Und damit sind wir mal am Ende einer Garagengedöns-Folge angekommen. In der nächsten Folge montiere ich einen richtig geilen Rennvergaser. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao!